Aber Erzähl. ich sehe gerade Chill. nur, dass Ich es will was anderes provokant sagen. ist. Nein, nein, nein. Fakt ist, was ich noch dazu sagen will, ist, seine Aussage, also Drama, du hast ja davor damals gesagt, du hast eine schlechte Vergangenheit damit gehabt und es ist ja alles schon gut, ist ja verständlich. Aber was ich dir als Tipp geben könnte, ist, mit dem Namen erst recht etwas aufzubauen und nicht auf deine Vergangenheit, also quasi auf deine Vergangenheit scheißen und mit dem Namen etwas Gutes aufzubauen, anstatt direkt einen Namenwechsel zu machen und die damit etwas aufzubauen. Weil du musst doch auf deine Vergangenheit scheißen können, um deine Zukunft neu aufbauen zu können, und zwar im positiven Sinne. Und das machst du, indem du einfach nicht alles einfach so veränderst hin und her, sondern einfach mit dem Image weitermachst und es dir aufbaust. Und zwar im positiven Sinne, dass du dich steigerst, dass du dich so und so machst. Und dann wird der Name nicht mehr für dich negativ sein, sondern im Gegenteil, da kannst du sagen, ich habe mit dem Namen von damals bis heute so eine Geschichte aufgebaut. So kannst du das dann einreden. Und es ist doch viel, 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 viel besser, als dir direkt einen neuen Namen zu geben und dann zu sagen, ja, mit dem Namen habe ich das und das erreicht. Nein, du kannst dann etwas erreichen, wenn du mit dem Namen davor, also mit deinem echten Namen, etwas aufbaust. Von deiner schlechten Vergangenheit zu einer guten Vergangenheit, von deiner schlechten Vergangenheit auf eine gute Zukunft. Ist doch Guck mal, viel sinnvoller. Und jetzt viel ohne viel um den heißen Brei drumherum zu reden. Drama will nicht Burak genannt werden. Wir müssen das respektieren. Wer es nicht respektieren will, sagt weiter Burak. Aber Burak, beschwert dich nicht, wenn jemand sich dafür entscheidet, dich Burak ja, zu das nennen. Ende ist ja aus. klar, deswegen ignoriere ich es auch. Ja, dann ignoriere es und so ist gut. Warum machen wir so eine große Sache jetzt aus? Du ignorierst das ja bei Das ist Windsor. gut. Das heißt, du sagst ja zu Windsor auch sowas wie, ja, ich hätte auch Tasche rübergeschickt. Guck mal, er hat das gemacht für dich, Drama, weißt du, was ich meine? Guck mal, das ist seine Sache, was du machst, weißt du. Also ich mag persönlich mag ich den Song. Er ist ein sehr lieber Typ, drum und dran. Und dass du den nicht so leiden kannst, weil er dich Burak hat, fand ich, also ich sag dir ehrlich, finde ich nicht cool von dir, obwohl der dich wirklich auch supportet hat, weißt du. Ich glaube, Emine will was sagen. Hallo, Ich ich muss was support den sagen. auch, meine ich ja. Hallo, ich rede jetzt. Also, ich muss schon Burak recht geben. Ich meine, ich werde auch Emine genannt, sie wird auch Medina Bonita genannt. Da muss ich ihm schon recht geben. Aber trotzdem ist es scheiße von dir, Burak, dass du jetzt so gegen Dennison bist, weißt du? Weil das ist so der einzige Ich bin Liebster. nicht gegen den. Ich muss Nein, aber auch aber ein Kriterium über den äußern. Der ist auch ein Mensch. darf ich mal ausreden. Das ist der einzige, mäßig fast einzige YouTuber, der sich nie über dich lustig gemacht hat. Verstehst du? Der hat dich nie über dich lustig gemacht und dann redest du so. Aber Guck mal, Emine, darf ich es was gab. sagen? Findest du es korrekt, wenn sich andere über jemanden lustig machen? Er hat sich doch nicht lustig gemacht. Er hat nur gesagt, er sagt lieber Burak anstatt Queen Drama. Was hat das mit Nein, Ja, aber aber wer wer zu tun? macht Aber das das? ist doch YouTube. Ihr kennt, ihr müsst doch Ja, warte. eine Person privat kennenlernen, um damit ihr überhaupt sagen könnt, ich mache mich über diese Person lustig. Ja. Versteht ihr, was ich Aber meine? wie Ja, aber gesagt, das Danny ist Sonne doch hat sich doch gar nicht gemacht. lustig Ich muss gemacht. lernen, Warte mich mal, privat warte zu Danny Sonne hat sich doch gar nicht lustig warte mal. gemacht. Gibt aber auch Hallo? Szenen da, wo Hallo? Dennis auch zu mir über mein Deutsch redet. Das gibt's auch. Da, wo er sagt, Warte oh, mal. so schlecht Deutsch oder dies, Warte das. mal. Ja? Wenn man damit nicht klarkommt, dann sollte man sich nicht auf YouTube oder Instagram oder sowas präsentieren. Dann sollte man privat Genau. bleiben, nicht in Videos Was mitmachen. hat Weil denn, aber ich bin warum auch sollte auf ich meine YouTube-Videos. Karriere aufgeben? Ich bin auch auf YouTube-Videos und da kommen auch manchmal Kommentare. Hahaha. Ja, du Fettsack, du bist echt witzig. Ich lache darüber. Im Endeffekt Ja, aber ist wo? da Doch jeder wirklich hat eine lediglich Stärke, nur eine weißt du, Kritik. wie du? Ja, Wieso? aber wenn Nicht man kein jeder hat Selbstbewusstsein, die gleiche sollte. Stärke wie du. Ja, aber Ja? Emilia, genau deswegen sollte man Der eine ist schwach, der zweimal eine ist überlegen. gesittet mit Humor. Aber da soll man sich zweimal überlegen, ob man wirklich im Internet tätig sein sollte oder nicht. Aber Ob warum man sich gibst sein will oder du, nicht. warum, Warte aber mal, wir sind warum doch gibst du denn alle den Menschen Menschen, wir können das doch alle Recht? unsere Schwächen und Stärken Ja, aber haben. Was hast du zusammen zu tun? Aber wenn Man man muss doch sich. mit negativen, also was Negatives rechnen können, dass Hate kommt, damit muss man Ja, nicht mal natürlich, Hate, nützt sich einfach das sowieso. Du weißt, Ja, aber also. du weißt gar nicht, ich wer meine, sekundenlang gehatet. Ich werde Ich sekundenlang weiß, gehatet. ich weiß, ich Es ist weiß. nicht täglich. Sekundenlang. Ich weiß, ich Dieses weiß. Internet. Wenn Dieses so Internet. viele über mich Videos gepostet auf TikTok, dann muss ich mir Gut. so viele Sachen anschauen und so viele Sachen, Inhalte melden und dann kommen so viele dumme Kommentare Aber über ey, mich. Weißt du? ey, it's Burak time und Seko ist dabei.
Seko heißt auch, aber guck mal, Seko heißt auch nicht Seko. Seko heißt auch Serkan zum Beispiel. Aber genau, das ist das Ding. Das ist aber das Ding. Brezo ist auch nicht Brezo. Brezo ist Arif zum Beispiel. Aber ich sag trotzdem Brezo. Ey, warum sagst du das, Alter? Ja, warum sagst du das? Ich reg mich auf. Ey, Seko, das musst du rausschneiden. Aber schau mal, sag dir doch, hier wird nichts rausgeschnitten. In meinen Videos wird nichts rausgeschnitten. Ey, du kannst doch meinen Namen drin lassen, Achim. Nein, ach. Ey, Brezo, Bruder, wie willst du irgendwann mal auf Wikipedia kommen, wenn man deinen Namen nicht wissen darf? Aber das wäre sonst ungerecht. Mein Name bleibt. Guck mal, ich erkläre dir mal, warum ich einen quasi Künstlernamen gemacht habe, okay? Das interessiert uns jetzt auch alle. Warum habe ich einen Künstlernamen gemacht? Liegt daran, da ich von der Außenwelt quasi so genannt werden möchte, wegen einer gewissen Privatsphäre, und von meinen engen Freunden, von meiner Familie, möchte ich mit meinem Namen angesprochen werden. Das habe ich auch damals gesagt. So, das Problem ist, der Name Brezo ist in den Menschen so tief eingedrungen, dass sogar Freunde von mir, mit denen ich eng bin, sogar die Achis hier, die nennen mich Brezo, obwohl die meinen echten Namen wissen. Ja, das aber ist doch eine Angewohnheitssache. Ja, eben, sag doch gerade selber. Angewohnheit. Und das Leute draußen gewöhnen sich mit dem Namen davor an, was er davor gesagt hat, nicht mit dem Namen danach. Das ist das Problem. Die sind einfach dran gewöhnt. Die können sich auch nicht so schnell dran gewöhnen. Das muss einfach so einen Namen kennenlernen. Das ist so von ungewohnt an einen neuen Namen gewöhnen, Alter. Sag ich ja. Es ist einfach ungewohnt. Es gibt auch zurzeit Leute, die sich bei mir gewohnt haben und mal wenn ich jedes Mal sage Queen Drama oder so, dass sie auch tatsächlich Queen Drama sagen, wenn die mich draußen sehen, gibt's auch. Aber das regt mich halt trotzdem auf, wenn es so Leuten gibt, die auch provokant so Burak zu sagen. Das regt mich halt auf, diese ernste Verlängerung. Burak, mich nennen die auch Alien. Was kann ich jetzt machen? Nein, nicht. Nicht du hast auch gerade Burak gesagt. Du bist Hallo Leute, du bist öffentliche Person des Lebens. Leute, mich auch so eine Rolle. Das ist ja auch nicht das Thema. Es werden Tag und Nacht auf TikTok gegen mich Videos geschossen. Und weißt du, dass ich mir eigentlich gar keinen Nerven darüber mache? Ich gucke mir die Videos gar nicht an. Okay, das Ding ist, und die Leute sagen immer zu mir, warum ich rede, Zeko nie. Ich kann nie reden, weil jeder immer dazwischen redet. Leute, wenn ich auch anfange zu reden, bitte lass mich auch zu Ende reden. Ich wollte sagen, guck mal, ich wollte Emine fragen, guck mal, ich mache jetzt wieder jeden in Stummen. Ich wollte Emine fragen, Emine, wie fühlst du dich, dass dich Leute Schingling nennen, Frühlingsrolle, Thai-Massage, wie fühlst du dich dabei? Also, warum musst du das jetzt alles so aufzählen? Weiß ich nicht. Guck mal, ich habe ja gerade selber gesagt, Leute nennen mich Frühlingsrolle, Schingling und so. Und weißt du, das hat mich auch abgefuckt, besonders Arfa, aber mittlerweile bockt es mich nicht. Also ich hab mit Queen Drama geredet, er hat zu mir gesagt, ey, bitte nenn mich in deinem Namen nicht Burak. Ich akzeptiere das. Ich werde ab jetzt auch den als Drama nennen, akzeptiere ich für voll und ganz, aber ich sag dir so, rede mit Emilon persönlich lieber, weil ich bin bei dem Mega aus. Seko, weißt du, was ich an der Stelle echt interessant finde? Was denn? Dass Queen Drama und Brezo, dass zu den beiden so ein. Warum Kampf? Ja, seine Wange ist glaube ich, viel zu dick für das Internet. Ich bin einfach rausgeflogen. Also, Emilia, warum Kampf? Live. Also, was ich auch sagen wollte, auf jeden Fall, ich finde sehr, sehr gut, dass Medina hinter Burak, also hinter Drama steht, tut mir leid, hinter Drama steht. Woran liegt das? Ich stehe doch auch hinter ihm. Ich bin neutral. Ich respektiere das auch wirklich. Dich mit Burak benenne, so. Ich versuche mein Bestes. Ich sage gerne mit Herz Queen Dama zu dir, weißt du, was ich meine? Du sagst zu uns, ja, nennt mich jetzt Queen Dama, dann ist halt Queen Dama, weißt du? Aber so, es ist Gewöhnungssache. So. Stell dir vor, man nennt mich auch die ganze Zeit los hier. Und dann auf einmal morgen sage ich nämlich Da Baby. Würdest du mich auch direkt Da Baby nennen?
Ja, das, ich verstehe, was du meinst. Solange das nicht auf provokant bezogen ist, solange das nicht wirklich auf provokant ist, kann ich verstehen, dass es Angewohnheitssache ist. Aber wenn man das so provoziert, dazu bin ich dagegen. Ansonsten, wenn es Angewohnheitssache ist, kann ich ja verstehen. Du musst erwarten, dass jeder Aktion kommt. Natürlich, ja. Ich sag mal, ich muss Leute entstummen, also ich muss jeden entstumm schalten, damit ich was sagen kann. Das bockt ja gar nicht so. Ich mache nur mit Drama jetzt. Drama. Was ich sagen wollte, ist auch, ja. Wie viel, also gegen welche YouTuber sagst du, ey, bitte nenn mich nicht Burak? Also damit die, also welche YouTuber fuckt dich so am meisten ab, außer Denison jetzt? Bei Kanyavi fuckt es mich am meisten ab, bei Denison, bei Pumping, aber der akzeptiert es auch so langsam. Wer gibt es noch? Okay, bei dir, aber du gewöhnst dich ja auch langsam so dran. Wer gibt es noch? Ich weiß gar nicht. Schon viel, also ich sag schon, gibt schon viele so, aber ist jetzt nicht gerade in meinem Kopf drüber, ja. Nur so leichte. Was meinst du, Kanyavi? Guck mal. Kanyavi, man sagt das ja auch immer, der reagiert ja immer auf mich. Und vor allem, wenn es ins Deutsch geht, dann macht das nur explizit auf mich, nur auf mich. Also ich wollte sagen, ich bin nicht gegen Burak, ich bin auch nicht für Burak. Ich finde, man muss schon respektieren, wenn er Queen Drama genannt werden will. Aber trotzdem scheiße, was du über Denison gesagt hast, aber scheiß mal jetzt darauf. Guck mal, Burak, du darfst dich auch nicht, sorry, Queen Drama, du darfst dich auch nicht so aufregen, wie Burak sagt, weil ich zum Beispiel gerade eben habe auch Burak gesagt. Wenn es Angewohnheitssache ist, habe ich kein Problem, aber wenn es provokant ist, dazu bin ich dagegen. Ja, aber da gebe ich Queen Drama auch recht. Das ist so schwer. Ich schwöre, es ist eine Angewohnheitssache, aber ich sag, da gebe ich Queen Drama auch recht, weißt du? Wenn es provokant ist, dann würde ich es auch scheiße finden. Wisst ihr, was ich krass an dieser Stelle finde, Leute? Ich wollte eben schon sagen, mein Akku ist abgekackt. Und zwar, bei Queen Drama, wenn Queen Drama sich darüber beschwert, dass wir Burak sagen, ist jeder direkt am Diskutieren. Aber wenn der Bre so sagt, ich möchte nicht gerne mit seinem richtigen Namen angesprochen werden, dann respektiert das direkt jeder. So ist es, ich meine. Warum können wir nicht einfach wie bei Queen Drama, er will das nicht hören? Chalas, müssen wir verstehen. Warum müssen wir bei Queen Drama immer weiter diskutieren? Yeah? Der Unterschied zwischen ich bin in der Öffentlichkeit, das Problem ist, ich kann nicht umgehen. Das Problem ist. Ja, aber Brescia, du bist auch eine öffentliche Person des Lebens. Da musst du auch wieder. Medina zum Beispiel, ich rede doch Medina, warum sprichst du, also ich kann nie reden, jeder muss irgendwie dazwischen reden, chill mal ein bisschen. Und zwar, was ich dazu sagen wollte, ist, Preso, zum Beispiel, man kann nicht Preso mit Queen Drama vergleichen, Queen Drama ist gar kein Name, was ich halt dazu jetzt sagen muss. Preso kann man es leicht merken, weil Preso hat sich mit Preso vorgestellt und deswegen nenne ich ihn auch Preso. Wisst ihr, was ich meine? Burak hat sich mit Burak vorgestellt, deswegen habe ich ihn am Anfang Burak genannt. Das meine ich halt. Man darf nicht alles so in den Raum werfen, ohne zu wissen, warum man den so und so nennt. Wisst ihr, was ich meine? Okay, dann hat das was mit Vorstellung zu tun. Verstehe. Darf ich das sagen nochmal zu Medina? Der Unterschied zwischen mir ist, dass ich ja schon mit meinem Namen... Es stört mich ja nicht, wenn man generell meinen Namen sagt, sondern mich stört es einfach nur, dass ich diese gewisse Privatsphäre haben möchte, dass ich in der Öffentlichkeit so genannt werden möchte, weil... So, ich aber es ist doch nur ein Vorname, Breso. Ja, aber ich hole ja auch nicht so krass rum. Mir geht es nur darum, dass ich mich werden so oder so alle Leute Breso nennen. Sogar ihr, Achi. Das interessiert mich im Endeffekt. Auch wenn ich meinen Namen sagen würde, jetzt mit meinem echten Namen, würde mich trotzdem jeder Breso nennen. Ja. Weil die Leute dran gewöhnt sind. Punkt, da gibt es keine Diskussion. Ja. Alle mit denen ich spreche. Ja. Ja, nee. Es ist Angewohnheit einfach. Da gibt es auch eigentlich gar nichts. Das hat dann etwas mit Vorstellung zu tun, verstehe. Wir diskutieren, ey. Wir diskutieren meinen Namen. Zum Beispiel, wenn Preso, zum Beispiel, wenn Preso sich mit seinem richtigen Namen bei mir vorgestellt hätte, also wäre mir sehr schwer, seinen Preso-Namen zu. Ja, Bruder, ich war eine Woche mit dem unterwegs, mit dem und seinen Freunden. Die haben den bei seinem richtigen Namen genannt. Das war für mich richtig komisch, Bruder, weil ich ihn nur als Preso kenne. Merkst du was? Ja, holla, so echt krank, Alter. Ich hätte doch jetzt auch bald José wegen Actu. José, holla, der war krass. Ja, krass. Big Mo? Ja, wir diskutieren gerade seit 25 Minuten wegen Queen Drama oder wegen Burak. Wegen einem Namen. Wir diskutieren immer einen Namen. Woher recht hat er recht, Alter. Ihr nennt mich, wie ihr wollt, Bruder. Big Mo, Mohammed, Mo, Mohammed, Ali, Bumba, Steuer, Abdurrahman, Garasmanoğlu.
Was? Du heißt Abdurrahman Garosman, oder? Hier, guck mal, Bruder, wenn du willst, dann kriegst du auch einen Leberhaken von mir rein. Ja, ich heiße jetzt Uwuhu, Osas. Osas. Wisst ihr, was traurig ist? Was denn? Was? Dass wir alle nicht in einer Stadt wohnen, ich schwöre. Ich schwöre, würden wir alle in einer Stadt wohnen, das wäre hart. Wisst ihr, was gut ist? Das wäre hart, Katastrophe. Nein, das wäre voll schön. Bei Gott sogar, das wäre übel geil. Voila, nein. Ein Stress, das war dieses, komm jetzt, hör, komm jetzt. Oh, dann würde niemals Stress kommen. Das ist ja das. Okay, Freunde, wart's mal kurz. Im Internet passiert es, aber im Real Life würde es nicht. Freunde, wenn es euch gefallen hat, einen Daumen nach oben. Wenn ihr noch weitere Videos sehen wollt, lasst auch einen Daumen hoch. Checkt die Leute auf jeden Fall. Queen Drama auf YouTube, Preso auf YouTube, Elias auf Instagram. Der ist bald unser Rapper. Emine auf, keine Ahnung, Instagram, YouTube, wo ihr wollt. Big Mo auf YouTube. Joss fängt auch mit YouTube an. Medina auf Instagram. Und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao.